Zürich, Geroldstrasse im 5. Kreis. Gibt's eine Partygesellschaft, die heisst Hive. Das Erkennungszeichen ist ein Wabben, Stegenhaus geht zu und ab. Und das Team ist heute wie folgend beleidigt: Nicola, die Lars und Anatole. Schauen, dass der Laden immer voll. Technik macht den Messe, Host ist Tobi oder Pedde. Am 11 Uhr machen sie auf, der Laden rollt. Isabellas, Reggie und der Ben. Alex, Pascal, Jaline und Lorraine. Schaffen alle da in Schichten, an der Bar sind sie verpflichtet, dass jeder das bekommt, was er abstellt. Und der, der jetzt gerade dichtet, von diesem Geschichtli berichtet, bei dem hast du ganz sicher auch schon bestellt. Seit bald 12 Monaten so der Laden läuft. Stadtbekannte DJs machen Sound. Zürich Volk mit vollem Ranzen, vorne gefressen, jetzt geht tanzen, produziert vor dem Eingang rechten Stau. Muriel im Eingangskasten, schaut das Zaster in der Kasse, Martin und Co. hat sicher einen Auge. Am 2 ist dann der Laden langsam voll. Partygesellschaft Hive kocht er in voll. Am 3 sind alle gar, weil der DJ für ihn ist. Der Chef spendiert absolut Wodka Gold. Es zittert alle Feister, schmeckst nach Whisky, Jägermeister, Wodka Red Bull und kein Trinkgeld ist ja toll. Am 4 läuft der Laden, dann bin ich gestört. Wie heiße Bimmels schreien, wenn man gehört. Mit DJ in der Regel korreliert Alkoholpegel. Hast du Pfröpfen in den Ohren, das nicht stört. Und hast du was verloren, fragt der Marc an der Droben. Ist sicher noch dort. Geroldstrasse im Hive, erster Stock. Wo der Richie von der Priska doch sie packt. Hockt der Sammy auf der Tina, ihre Stefan ist ja nie da, wo sie nur ein bisschen lieber Hurenbock. Um 5 Uhr früher, andere stehen jetzt auf. Ein Song, eins im Hive, Bier geht aus. Zum Glück haben wir den Reto, Fläschler bringt da gerade noch Rappo. Und neben er füllt die Kühlschränke wieder auf. Zürich, guten Morgen, wir sind's Hive. Geroldstrasse 5, grad neben der Gleis. Gehst in den Ausgang über Leister, wird FC Zürich nochmal Meister. Vergiss doch deine Sorgen, komm zu uns. Und gehst jetzt heim, dann merkst du es fischlich. Wolltest du uns da verbrichten, schick's nach Zürich 8005. Um 6 Uhr macht der Laden noch nicht schlapp. Es kommen neue Besucher aus der Stadt. Voll parat, sind noch frisch und haben den Scheiben. Zahlen alle schön brav Eintritt, während dem im 2. Stock noch Post abgeht. Halb Zürich pennt, wir sind live. Zürich ist und bleibt unerreicht. Ob du vom Dollar oder Letter, Zürich 7 kommt als Städte, liegt eh grad um der Ecke unser Hive. Zürich, Geroldstrasse im 2. Stock. Komm zu mir an Bar und sag, was du willst. Hast du das Kleingeld nicht parat, hast du noch 20 andere Jahre. Hast du was bestellt, dann musst du auch zahlen, sonst kannst du gehen. Und verhandeln nicht um Preise, sind kein Floh mehr, hast du die Scheiben, mach doch die Flüge. Okay, Euro oder Cent. Ich als Barmann überfällig, komm nicht nachher mit der Bestellung, weil du ja immer noch dein Kleingeld zählst. Okay, lass mal, lass mal, lass mal. Eine Runde Wodka-Shots hast du mir gesagt, spendiert nicht Zeit. Der letzte hast du, glaub ich, nicht so gut vertreibt. Was überleist? Jetzt zahlst du erst mal den Batzen, dann schnell aufs WC. Dort kannst du kotzen, deine Kosmetik schreit nach Übelkeit. Am Tanzen in die Chicas, am WC badet deine Pizza. Super. Naja. Du bekommst da nichts mehr, deine Pizza kannst du vielleicht aufnehmen. Gang jetzt. Komm, verreis. Zürich, guten Morgen, du bist bleich. Wie sagst du uns deine Sauffestigkeit? Doch im ganzen Personal gehen fühlst schon bald an uns. Liebe, liebe Gäste, wir wollen jetzt heim. Doch um die Ecke kommt der Zöllig, am Grinden Zwangsverstellung. Seine Antwort lautet nein. Auch er ist langsam fällig, doch sagt auf der Tani König. So, jetzt hast du es gehört, du bleibst im Heim. Was überleist, wo die Lune nicht treibt. Sich auch auf all die anderen trotz der Pröppe ist verstanden. Beweis uns nur mal Standfestigkeit.